Hallöchen und einen ganz lieben Gruß aus Berlin. Heute steht ein wirklich sehr, sehr aufwendiges Fotoshooting bevor und das ist tatsächlich das erste, seit es Corona auf dieser Welt gibt. Das heißt, es findet alles unter ganz komischen Bedingungen statt. Das ganze Hotel, in dem wir shooten, das ist leer. Ich freue mich trotzdem, dass wir sowas trotzdem umsetzen können, trotz der Umstände. Und das wird richtig schön, richtig glamourös. Wird kurz vor Weihnachten wird das veröffentlicht. Lukas baut schon die Make-up-Area auf. Ich brauche immer mehr Produkte. Von Jahr zu Jahr brauche ich immer mehr. Und da hinten hängen die fantastischen Kleider. Das sind die Outfits für heute. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis am Ende wird. Und die Fotos, das weiß ich jetzt schon, wieder in der Okay, wir legen jetzt mit Haare Make-up los. Lukas bespricht sich noch ab, weil wir 6 verschiedene Looks ungefähr haben. Das heißt, jedes Mal neues Make-up, die Haare neu und das versuchen wir natürlich alles immer so aufzubauen, dass man nicht ständig neu abschminken und wieder neu schminken muss. Und ich freue mich schon auf den ersten Look. Wir setzen den Fokus wie immer auf Glow, 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 Glow. So, das ist unser erster Look, also der Anfang von unserem ersten Look. Dadurch, dass wir ganz clean und sauber anfangen, deswegen haben wir uns einfach entschlossen, für zuerst die Haut zu machen. Normalerweise machen wir auch immer umgekehrt, wir fangen immer mit dem Augen-Make-up an und dann catchen wir das Auge nach oben und machen dazu Haut. Heute fangen wir umgekehrt, weil wir einfach mit ganz natürlichem Look und jugendlichem Look heute starten sollen. Ihr Lieben, der erste Look ist schon mal fertig, das erste Make-up, die Haut super natürlich, ein bisschen Wimpern, Nude-Lippen, ganz viel Glow und da ist die Sedef. Hallo! Jetzt sind die Haare dran. Leben die? Können die sprechen? Das ist der erste Look. I love it. Super. Kann das alle machen fertig? Ich mache ja so stehe ich gleich mit den Geschenken. So geht's, ne? Ja. So, ihr Lieben, die letzten Handgriffe von Lukas. Lukas ist extrem konzentriert heute, aber zu Recht. Wir haben nämlich enormen Zeitdruck. Wir haben heute 6 Looks, glaube ich, die wir schaffen wollen. 6 Red Carpet Looks, muss man dazu sagen. Oh ja, das muss man dazu sagen. Und jedes Mal müssen Haare, Make-up verändert werden. Also Haare schauen wir mal, vielleicht lassen wir die zweimal so für 2 Looks. Aber ja, es ist schon sehr wenig Zeit für unglaublich viel, was wir am Ende abliefern müssen. Aber na dann, du bist hier auf dem Kreuz. Ah, Kreuz, ja. Eher nach hier gespielt als nach da. Seitlich. Profilig. Es wird auf jeden Fall mal ein gutes Armtraining. Look sind wir schon durch. Das ging total schnell. Manchmal hat man Glück und das sitzt sofort und manchmal shootet man sich tot und das passt alles nicht. Aber der manchmal hat man einfach ein gutes Team dabei, guter Maskebildner, gutes Social Management, so gutes Management, okay. Gute Haarteilen, gutes Make-up vom Lancôme. Ja, und jetzt schlüpfe ich in das zweite Outfit. Ah, voll der Sex and the City Look. Ja, ne? Ja, total. Voll schön. Machen wir das Make-up neu? Nein, ich würde einfach lieber minimal heller machen, mehr Rouge. Das ist jugendlich und die Haare ein bisschen mehr anfangen. Geht das so? Also ja. Geht so. Nee, ist toll. Sieht super aus. Das ist so richtig Carrie Bradshaw.
reingefallen. Okay. Der Ohrring, die eine Hälfte ist hier reingefallen. Was? Von dem Ohrring. Wo rein? Oh mein Gott, Alter. Oh, Herzinfarkt. Was kostet der? Ich schau gleich mal nach. Besser nicht. Lass uns. Wie war das denn? So. Ich will noch mehr. Du kommst. Ich will noch mehr Schmuck. Reicht nicht. Ich bin Türkin. Ist alles drauf, was geht. Das ist das zweite Outfit. Ein bisschen Sex and the City, wie ich finde. Und ich finde es super schön. Die Haare haben wir so gelassen, weil es perfekt passt. Bis gleich. Ich darf mich nicht bewegen. Die Haare sind jetzt perfekt gelegt. Man sieht den Schmuck perfekt. Der Bambi, den ich ab heute sehr liebe, mein Bambi bester Freund. Bambi im Hintergrund sieht man perfekt, deswegen darf ich mich jetzt nicht bewegen. Ready? Ah, Chefin geldi. Na, wer? Bak, senin maskenle ben de gireyim. Ben şimdi maske takıyorum. Nasıl gidiyor Nazım? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Sen ne yapıyorsun? All good, all good. Ich muss euch sagen, she's the boss. Ah, no. From this hotel. No. Thank you so much for having us. Okay, ich denke nach. Denkst nach, was du falsch. Okay, jetzt darf ich mich wieder bewegen. Oh. Das ist doch schön. Ja, ich gucke gerade The Crown. Das steckt an. Ich nehme wieder den Schmuck erstmal ab. Genau. Nee, darf ich den behalten? Das Schönste ist die Spange immer. Aber das Kleid ist toll. Wie man unverkennbar sieht, haben wir den Look jetzt komplett verändert. Ganz viel Hollywood-Glam und ich liebe es. Es sieht so schön aus. Die Lippen. Zu dem Samtkleid rot. Wunderbarer Schmuck. Bist du happy, ja, Meister? Ja, ich bin sehr happy. Zum anderen Seite. Ja. Die Klammer. Oh Gott. Oh, die Klammer. Das ist wieder so ein Haarstyle, wo ich mich beim Shooting gleich keine Sekunde bewegen darf. Also hier da. Ist jede Strähne liebevoll gelegt. Wenn dein Gang zum Set wird, sagst du, Ravi? Jetzt beginnt Weihnachten. Schau. Und ein Geschenk. Lang und ein Geschenk. Ich mach das nochmal neu. Also Achtung, ja. Da kommt sie. Das gefällt dir. Oh, der Ohrring. Ich sag ja, diese Ohrringe, die machen mich fertig. Die machen mich echt fertig. Oh. Der nächste Look ist fertig, jetzt muss ich mich nur noch umziehen. Haare haben wir jetzt zum ersten Mal hochgesteckt und ich finde das super schön. Wie das aussieht. Wie so ein, was so ein Monster so vor ist. Okay, das ist ganz schön viel Kleid. Erst kommt das Kleid, dann komme ich. Gott, ist das viel. Oh. Mega. Okay. Ja. Hat man jetzt hinten alles gesehen? Was soll ich? Lukas,
jetzt nur das klar ist. Ich bin eine strenge Mama geworden heute. Ich möchte, oder? Making Apples ist ja in der Frisur gerutscht. Weiß es nicht. Das habe ich mir gedacht. Es könnte noch etwas. Du bist raus. Etwas. Aufwärmen und jetzt geht es zum Interview und sprechen wir natürlich über das schöne Thema Weihnachten und über die ganzen Looks, die wir heute geshootet haben, und dann haben wir noch zwei Outfits, die wir weiter shooten müssen. Es ist jetzt sehr später Nachmittag, ich glaube so 5 oder so, und wir haben noch ein bisschen Arbeit vor der Brust, aber das schaffen wir. Nach dem Kaffee geht alles. Die Idee, oder wir hatten die Idee, dass man einmal diesen Charity-Gedanken beschenken, Kinder beschenken und Weihnachten einfach das passt sehr zusammenlegen könnte. Das heißt, das Interview geht um diesen Gedanken und um das Jahresende, dieses besonderen Jahres und natürlich um Weihnachten. Ja? Und so am Anfang, du hast selber eine Familie, du hast 2 Kinder, 2 Söhne. Wie feiert ihr Weihnachten? Wie läuft es bei euch ab? Deine Schwester, die Begin, hatte mir schon ein bisschen verraten, ihr seid in Österreich bei der Familie. Deines, normalerweise, ja. Deine Kinder normalerweise. Mhm. Also einfach, wie läuft es normalerweise ab? Genau. Wie ist es dieses Jahr so? Ja, das wird man niemand sehen, aber wie läuft es so normalerweise ab? Okay. Und jetzt wird so Look verändert, dann geh mal raus. Ja, genau. Tschüss. So, Luki, was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes das Letzte. Und das Letzte wird das Schönste, weil alles so schön war. Wir machen deinen Lieblingslook. Mhm. Streng nach hinten. Streng. Geliftet. Wonderful. I love it. Mito. Was hast du vor? Das ist aber ein sehr akkurater Mittelscheitel, Lukas. Das ist ja auch ein Zeitungsshooting. Ist das akkurat? Ja, das sieht schon sehr akkurat aus. Naja. Noch 2 mm nach rechts, 1 mm nach links, 2 mm in der Mitte, hier nochmal. Ein bisschen nach Süden und hier nach Osten. So. Ein Härchen da vorne gebändigt normalerweise. Das ist ja unglaublich. Dann machen wir noch Fötter. Ja. Ich will ganz, ganz bequem machen. Ja. Du musst dir bequem, Mensch. Nein. Ich muss da Letztes Mal Klamottenwechsel und den kostbaren Schmuck auswechseln. Jetzt haben wir noch einen Look übrig. Das ist dieses wunderschöne Glitzerkleider. Und da schlüpfe ich jetzt mal rein. Auf zum letzten Foto. So. Kurz vor Feierabend drehe ich immer noch mal ein bisschen auf. Warum lachst du? Das ist schon geil, finde ich. Aber halt anders. Da sind auch noch Pralinen.
sehr, sehr schöner, aber auch anstrengender Shooting-Tag geht zu Ende. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ein bisschen Prinzessin, ein bisschen Diva, alles war dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe vor allem, dass euch die Fotos gefallen. Und ich wiederum freue mich wahnsinnig über Abos und Likes. Ciao, ciao.